Salut, wir sind im Elsässischen Spital. Mehr als 1400 Leute zählen, die vom Coronavirus gestorben sind. Hat der Virus auch viel, viel Schaden in der Altersheim gemacht. Eine regelrechte Katastrophe. Wie haben die Personen, die drin leben, das Personal und die Familie die ganze Periode erlebt und was haben sie davon behalten? Wir machen den Punkt in Litzelstein. Ein Vormiteinander sind fast der Luxus von den Residenten von dem Altersheim, wo sie während mehr als 2 Monaten nicht mehr waren. Normalerweise zertrissen sie sich im Saal, um miteinander zu spielen, sind sie nur der Halbschritt wie die Entfernungsmaßnahmen. Es macht nichts, die Hauptsache ist, sie ist wieder ein bisschen frei zu fehlen. Die ganze Tierzeit war schrecklich. Wir haben gemacht, wie wir kennt haben und was wir kennt haben. Sie haben auch Geduld gehabt. Manche Tage schlimm sind. Wir haben schon die Mimoire vor den Tieren gemacht. Jeder Pensionär ist vor seinen Tieren gesessen, mit einer Maske natürlich. Und dann haben wir durchprobiert, schön zu machen. Wir haben auch Waffeln gemacht, vorne an den Tieren so. Wenn wir gemeint hätten, es geht nicht mehr, hätte es uns gedreht und hätten uns wieder gemacht, wie wir angehört haben. In den Gedanken, egal wie, es wird besser. Und dann hat sie wieder schön erfunden, wie man nicht nichts gebrücht hat. Und sag ich, man hätte, es sind schwere, schwere Zeiten für uns, aber wir haben sie jetzt alle überstanden. Und wir sind froh, dass wir wieder durch die Hunde sind. Voilà, superpose die Kusche. Josian hat uns einmal den Kopf gewäscht und die Bigudine hingerollt. Gell, hat uns einmal vorne abgeschnitten, die zu lang gewesen sind. Und jetzt kommt Quaffes wieder. Jetzt gehen wir wieder zu der. Inge, der 62 Residenten sind 3, wie um Virus ins Spital kommen. Einer davon ist gestorben. 12 Mitglieder vom Personal sind krank gewesen. Deswegen hat das Altersheim auch auf freiwillige Pumpe wieder zählen können. Alle da sind sie gekommen, um zu helfen. Und was noch? Aber, packen wir es? Noch ein bisschen, oder? Ja. Ein Virus, das viel Schaden gemacht hat, hat alle negativ testiert, kommt langsam wieder Leben ins Haus. Gut zurücksitzen. Voilà. So, jetzt haben wir es geschafft. Ja. Sind wir froh, dass wir wieder sitzen? Ja. Mit jetzt, gell? Ja, wir sind es nicht mehr gewöhnt zu laufen. Ja, wir sind alt. Viele Leute haben ein bisschen regressiv, weil sie lange nicht gelaufen sind. Und nicht viele Leute gesehen haben, manche Leute, wie gar kein Telefon und kein Radio. Und dann ist es ein bisschen kompliziert. Und wir sind nicht equipiert, auch nicht, für die Leute so in den Zimmer zu behalten. Es ist eine ganze Organisation geworden. Est-ce que vous voulez une entrée? Chou-fleur oder leverche Soupe? Une Soupe, oui. Alors on va servir une Soupe. Bei unseren Pensionären sind auch wieder deprimiert, weil sie mir richtig gegessen haben, weil sie allein sind, weil sie die Familie nicht gesehen haben. Sie sind auch wieder noch können telefonieren, aber manche können nicht mehr telefonieren, hören nicht gut, können selber das Telefon nicht abheben, dann hat das Personal uns geholfen. Gesundheit auf alle, auf das ganze Haus, dass wir alle gesund bleiben. Also, 91, ja? 91. Also, ich gedacht, immer so alt. Ja. Was macht ich das? Der Papa bitte von so nah zu sein? Sein, ja, es macht auch Überlebs, schon wie er heute noch gebucht hat, zufällig. Ja. Dass man sich erst mal wieder rein darf, ins Zimmer. Zieht er am 17. März, gell? Ja. 15. März, ja. Schon vorher, an der Zug, heureusement d'ailleurs. Wir sind durcheinander gewesen, er wohnt gerade nicht weit von mir weg. Also, wir dritt vor mir essen, ne? Ah, ja. Das ist noch nicht fertig. Wir funktionieren noch nicht wie vorher. Es ist noch viel Dinge, die wir anders machen, wie wir uns anpassen müssen. Es ist noch ein bisschen frei, für genug Rückhalt zu nehmen. Aber es ist sicher, dass uns Dinge, das Ding ist, wie wir anders machen, wie wir anders arbeiten müssen. Alle haben sich alltäglich gekampelt, um das Beste der Residenten vorzuschlagen. Das Wissen von jedem ist da zerstört worden. Ein Virus, das vielleicht gezeigt hat, dass die Dimensionen von diesen Häusern frisch erdenkt muss werden. Platz jetzt an unserer Frach oder Fresh von der Hemmus. Heute ist der Christian Metzger dran. Bonjour Christian! Bonjour Judith! Ich bin Christian Metzger
Und ich bin Magnetiseur und Radiesthesist im normalen Lava und im anderen Lava mache ich Kolonie auf Elsassisch. Frach oder frisch? Frach. Also links oder rechts? Rechtshandig, aber das Herz am der linken Seite. Ajo. Rot oder weiß? Rot und weiß, sowieso. Was ist die elsässische Sprache für dich? Die elsässische Sprache ist für mich meine müde Sprache. Sowieso, ich habe elsässisch geredet, bevor ich Französisch geredet habe. Ist meine Seele, sozusagen. Mit oder ohne Maske? Ohne. Was lest du für ein Buch momentan? Ein ganz wichtiges Buch. La magie du rangement. Oh. Hast du es nötig? Ich glaube, mit dem Konfinement hat man es nötig gehabt. Und es ist ganz komisch, was da passiert mit dem Buch. Wenn man Time aufräumt, räumt man in sich selbst auch auf. Ah, voilà. Moje Kind, einen Traum verwirklichen. Will er wär's? Oh je, will das wirklich hören? Dass uns der Staat endlich alleine loslässt und dass wir für uns selber sorgen können.